Im September 2000 hat der FC Hansa Rostock mit 1:0 beim späteren Meister FC Bayern München gewonnen. Beteiligt diese beiden Herren. Christian Brandt, jetzt Trainer in Rostock, schoss damals das Tor. Den Kasten sauber gehalten hatte der Trainer des FC Mecklenburg-Schwerin, Martin Piekenhagen. Dass sich die beiden mal bei einem Landespokalspiel wiedersehen würden, hätten sie wahrscheinlich auch nicht gedacht. Damals siegte der Kleine gegen den Großen. Im Pokal soll sowas ja öfter vorkommen. Auch heute? Sie haben ja auch sehr gute Leute, ne? Wir wollen das Beste hoffen, ne? Eher nicht. So wie Rostock die letzten Spiele gespielt hat. Ich denke mal 4-6-0. Ja, es kann jeder jeden schlagen. Das ist so. Da muss man ganz positiv sein. Ich meine, die haben gegen Dresden 2-2 gespielt und das muss man auch erstmal machen, ne? Und ich finde, Hauptsache es wird ein gutes Spiel. Der FC Mecklenburg mit leicht veränderter Formation. Thomas Friauf lief als Rechtsverteidiger auf und zeigte auch auf dieser Position, dass Schwerin nicht gewillt war, Respekt vor großen Namen zu haben. Hansa beinahe in Bestbesetzung. Dennis Erdmann fehlte gelb gesperrt, Maximilian Altschwede und Matthias Henn wurden geschont. Für letzteren stand der Österreicher Marco Kofler in Verteidigung. Auf das Pokalspiel hatte sich der Favorit vorbereitet, wie auf ein Meisterschaftsspiel. Ja, wir haben gewusst, für die Schweriner war es ja das Spiel des Jahres oder das Spiel des Jahrzehnts und die hauen da alles rein. Ja, natürlich haben wir gewusst, dass auch gute Kicker in den Reihen sind und die stehen nicht umsonst da oben. Der FCM startete mutig, nahm von Anfang an die Zweikämpfe an und ließ wenig zu. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe die Rostocker echte Torgefahr heraufbeschwören konnten. Ecke kurz ausgeführt, die Flanke von Gabuschewski fand den Kopf von Torjäger Ziemer, der allerdings fand seinen Meister in Marc Ellenschläger, der diesmal den Vorzug vor Erik Rode bekam. Die Taktik des Underdogs ging bis dahin total auf. Wir haben natürlich versucht, erstmal die Außen von denen zuzustellen. Ne? Also auch, dass wir dann ein bisschen defensiv standen. Also wir standen dann ein bisschen defensiv, haben versucht, hätten natürlich erstmal die umzuhalten. Ne? Weil wir ganz genau wussten, dass Hansa versuchen wird, die ersten Minuten vollkanne rauszugehen und versuchen, sofort in Führung zu gehen. Ne? Das macht die natürlich auch stark und bei so einem Spiel. Und deswegen mussten wir es einfach versuchen, gegenzuhalten. Kurz darauf ging es aber über die angesprochenen Außen schnell. Die Schweriner Abwehr stand einmal nicht optimal. Zack, schon war es passiert. Das 1:0 für Hansa durch den Schweizer Stefan Andrist. 27 Minuten waren da gespielt. Die Schockphase hielt genau 2 Minuten und wurde von Hansa gnadenlos ausgenutzt. Marcel Ziemer mit zu viel Platz und gutem Auge für Andrist. Der Doppeltorschütze traf mit einem satten Schuss. 2:0 auch der Pausenstand. Die Pokalüberraschung erstmal in weite Ferne gerückt. Trotzdem gingen die Gastgeber nicht mit fliegenden Fahnen in den zweiten Durchgang. Nö, das wäre ja dumm, dann komplett aufzumachen. Ne? Dazu ist Hansa auch zu gut. Also wir wollten weiter kontrollieren die Sache. Wir hatten nur noch 2 Sechser dann drin. Wir haben es ein bisschen umgestellt auf ein 4-2-3-1 und wollten mehr Druck nach vorne machen und eine zweite Spitze dann. Und das hat sich am Ende des Tages auch ausgezahlt. Aber natürlich ist Hansa immer gefährlich bei den Kontern, ist ja klar. Und Marc hat heute einen super Job gemacht, hat sehr gut gehalten. Tatsächlich konnte sich Marc Ellenschläger im zweiten Durchgang häufiger auszeichnen. Ob gegen Christian Dorda, Melvin Platje oder Tobi Jänicke. Der Schweriner Kasten sollte sauber bleiben. Mich hat es natürlich gefreut, dass ich auch 1-2 Dinger rausholen konnte und somit eventuell noch höheren Rückstand halten konnte. Und das hat gut geklappt heute, genau. In der Schlussphase wurde der FC Mecklenburg auch offensiv wieder etwas mutiger. Der eingewechselte Felix Michalski kam nicht richtig hinter den Ball. Das Ganze beobachtet von gut 4.600 Zuschauern, die in dieser Maße leider nur selten zu hören waren. Ich find das schade. Ich persönlich bin da echt enttäuscht, dass das Publikum einfach nicht versucht hat, mehr zu pushen. Ne? Dass wir hier nicht in Hauruck-Fußball spielen, war klar. Aber gerade die letzten 20 oder 25 Minuten, wo sie doch gemerkt haben, die Jungs wollen nochmal, geben nochmal alles, hätte ich mir eigentlich auch einen Impuls von draußen gewünscht. Die letzte Chance für die Gastgeber bot sich Kapitän Christopher Kaminski. Am Ende kann festgehalten werden, dass Hansa bei diesem Pokalspiel einen sehr seriösen Auftritt hingelegt hat. Natürlich ist das eine Pflichtaufgabe gewesen von uns. Wir haben es erste Halbzeit gut gemacht, zweite Halbzeit dann nicht mehr so gut. Aber ja, Pflicht ist erfüllt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Meisterschaft und aufs Pokalendfinale. Beide Teams haben in den nächsten Wochen Entscheidendes in der Liga vor sich. Während der FC Mecklenburg-Schwerin einen Schritt nach oben gehen will, muss der FC Hansa kräftig daran arbeiten, die dritte Liga nicht nach unten zu verlassen.